Heute im Test die Tokyo Mauri High Carper 5.1 von Begardi. Schauen wir mal in dem Lieferumfang, was so alles mit dabei ist. Erstmal sehen wir einen wunderschön gestalteten Karton. Sehr hochwertig, kriegt man richtig Lust drauf, auf das, was hier folgen wird. Schussprotokoll, Messprotokoll von Begardi. Ihr seht hier, gekront wurde mit durchschnittlich 0,8 Joule. Dann haben wir eine Bedienungsanleitung von Tokyo Mauri selbst. Komplett in Japanisch, wie üblich. Irgendwelche Warnhinweise nehme ich mal an. Und die Waffe selbst mit einem High-Cap-Magazin, einem Reinigungsstab und einer kleinen Rail, die man unten montieren kann. Zur Verarbeitung der High Carper 5.1 von Tokyo Mauri. Folgende Teile sind aus Kunststoff. Das da wäre der Verschluss, der Außenlauf, die komplette Griffschale bzw. der untere Bereich hier komplett mit den Abzugsbügeln. Der Abzug ist aus Kunststoff, das untere Teil des Magazins ist aus Kunststoff. Aus Metall ist natürlich der Innenlauf, die hintere und die vordere Visierung, der Hammer, die Griffbeinsicherung. Die Daumensicherung ist aus Metall, das Magazin selbst ist auch noch aus Metall. Und dieser Verschlussfanghebel ist auch aus Metall. Sämtliche Bedienelemente innerhalb der Waffe sind natürlich aus Metall. Der Magazinknopf ist aus Metall, die Schraube ist auch aus Metall. Ja, und das war's. Um die Waffe zu zerlegen und um auch so ans Hub-Up zu kommen, erstmal das Magazin entfernen. Dann den Verschluss nach hinten führen. Ihr habt hier so eine kleine Aussparung. Da wird dann genau die kleine Nase nämlich rauskommen. Das heißt, wir müssen die Waffe einmal drehen. Diesen Pin müsst ihr reindrücken. Und den Verschluss nach hinten führen. Zur Nase. Zur Aussparung. Dann könnt ihr nämlich den Verschlussschlang einfach entfernen. Und könnt den Verschluss nach vorne schnippen lassen und schon ist die Waffe demontiert und ihr kommt an das Hop-Up. Nun seht ihr hier das Hop-Up-Rad, das Einstellrad. Es wird wie folgt verstellt. Wenn ihr es diesen Hop-Up-Dreher quasi nach rechts dreht, also in diese Richtung, erhöht ihr den Drall, in die andere Richtung verringert ihr den Drall. Und was man auch, aber leider ein Problem bei der Tokyo Mauri High Carper 5.1 seht, ihr habt jetzt hier genau die Auskerbung am Verschluss vom Schlittenfang. Dieser Schlittenfang ist aus Metall und der greift ganz genau hier rein. Und es wird früher oder später definitiv so sein, dass die Auskerbung immer größer wird und letzten Endes hier wegbrechen wird aus dem Verschluss. Denn der Verschluss ist nur aus Kunststoff und der Verschlussfang selbst ist wiederum aus einem härteren Stoff, nämlich Metall, und somit nutzt sich das ab und definitiv ist das eine Schwachstelle der High Carper 5.1 in der Standardversion. Betrifft auch die Silver Slide Edition und auch die kleinere 4.3 Version, die diese Schwachstelle hat. Zu den Bedienelementen der High Carper 5.1 ist das auch schnell erklärt. Ihr habt hier natürlich hier den Magazinauswurfknopf, den Abzug, einen Schlittenfanghebel, die Sicherung, da die Waffe jetzt quasi schussbereit ist. Kann sie jetzt nicht abgezogen, kann der Abzug nicht durchgezogen werden. Wenn ich das jetzt runter mache, ist er immer noch nicht schussbereit, denn wir haben hier noch eine Griffbeinsicherung. Wenn ich jetzt den Abzug drücke, dann macht es bumm, dann schießt sie quasi. Also wie gesagt, eine doppelte Sicherung.
Die Daumensicherung, Thumbrest, wie man dazu sagt, kann aber auch nur eingelegt werden, wenn sich die Waffe im schussbereiten Modus befindet. Das heißt, wenn ich jetzt den Hahn abziehe, dann kann ich jetzt die Waffe nicht sichern. So, TM, High Carbon. 21 Grad, 0,2 Gramm BBs. So, TM High Carbon 15 Meter. Verwende 0,25 Gramm BBs. Ich ziehe genau mittig drauf. Ich gleiche nur den Anhaltepunkt der Waffe aus, aber nicht eine verminderte Reichweite, indem ich höher anhalte oder irgend so ein Quatsch. Los geht's. Natürlich kein Problem, wie zu erwarten. 20 Meter. Kein Problem. So, TM High Carbon 5.1. 25 Meter. Kein Problem. So, TM High Carbon 30 Meter. Los geht's. Kein Problem. TM High Carbon 35 Meter. Kein Problem. TM High Carbon 40 Meter. Nee, 40 Meter. Mit 0,25er BBs ist nicht. Die positiven Aspekte liegen erstmal auf der Hand. Die Verarbeitung ist trotz des Kunststoffs sehr hochwertig. Auch die Markings, die aufgebracht wurden, sehen wirklich toll aus. Sie fühlt sich auch keineswegs billig an. Auch die Präzision kann sich durchaus zeigen. Auf 35 Meter konnte ich noch sehr gut die Ziele treffen. Also das ist für eine Pistole schon sehr, sehr gut. Da schneiden andere bedeutend schlechter ab. Negative Aspekte ist natürlich dann auch gleichzeitig der Kunststoff dann auch irgendwie doch, denn ihr könnt kein Kringgas verwenden. Bei höheren Temperaturen kann es dann auf jeden Fall passieren, dass dann am Verschluss irgendwas kaputt geht. Auch was negativ ist, ist die Aussparung von dem Verschlittenfang, dass da kein Metallteil oder irgendwas eingesetzt worden ist. Insgesamt, trotz des hohen Preises, gebe ich hier eine klare Kaufempfehlung, denn es macht einfach Spaß zu schießen. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dann bis zum nächsten Mal. Ciao!